Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in ein Part 1 mit dem Thrawn's Revenge Mod und ich habe gemerkt, dass ich mich verlesen habe, denn hier steht gar nicht, dass die Nighthammer haben. Hier steht, dass wenn wir die besiegen oder integrieren, eher gesagt, kriegen wir die Nighthammer. Das bedeutet, wir müssen jetzt ganz schnell Duro und Denon einnehmen, weil die haben sich gerade Moria geschnappt. Das sind dann die letzten drei Planeten. Dann kriegen wir Moria, einen Klon und Eyatu 6 und die ganzen Schiffe, die da sind. Wenn wir Duro und Denon jetzt schnell einnehmen. Das heißt, hierhin Angriff. Und wenn wir dann die Iriale Autorität haben, können wir das Dark Empire starten und kriegen neue Einheiten, wie die World Devastator, die ich hier noch nicht ausprobiert habe. Deswegen zack, zack, zack. Mal schnell gucken, dass wir das hinkriegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die World Devastator hier sehr viel Spaß machen können. Sehen wir mal zu, dass wir die hier reinkriegen. Hier hätte ich gerne eine Repair Station. Ihr beiden dürft hier Söldner rekrutieren. Und ihr dürft hier lang fliegen. Dich setze ich hier ab. Kommt schon. Ich hätte gerne alle Einheiten. Wie lange braucht die Flugeinheit? Meine Güte, danke. Fliegt hier lang, guckt euch das an. Und dann holen wir ATAP, Aristophon, ATAP, ATAP und noch eine Flugeinheit. Warten wir mal auf die anderen beiden Flugeinheiten, aber so wie es aussieht, haben die ja gar nicht so viele Einheiten. Ah, der Panzer da, der ist ein Problem. Floating Fortress haben sie ebenfalls. Ein weiteres Problem. Hier nochmal eine Repair Station hinholen. Du darfst abhauen. Da haben sie ein ATAT, noch mehr Probleme. Dann hätte ich die SPMAT hier holen sollen. Naja. Ihr lauft hier lang. Die Elite. Oh mein Gott, hier habe ich es nicht mal gebaut. Nervig. Ihr bleibt hier. Ihr lauft hier lang. Na, da haben sie jetzt... Oh nein, warum möchte ich jetzt auf Steuerung 1? So, komm schon. Die werden repariert. Das ist sehr gut. Ihr setzt euch mal in Deckung. Versucht das hier einzunehmen. Dass da auf jeden Fall keine Einheiten mehr kommen. Okay. Und damit können wir die SPMAT hier reinholen. Ob wir die jetzt brauchen oder nicht, ist fraglich. Vielleicht kann ich die Einheiten hier auch ein bisschen ablenken. Komm schon. Ihr kommt auch mit. Solange wir den ATAT hier erstmal nicht sehen, ist alles noch in Ordnung. Du bist weg, da kommt der ATAT. Der kommt auch daraus gespawnt. Du haust bitte ab. ATAPs dürfen hier angreifen. Ihr greift einfach das Ding an. Und wir machen den Bombing Run, bitte. Und zwar jetzt, danke. Ja, die müssen jetzt hier einfach stehen bleiben und warten. Du darfst auch nochmal fliehen. Die müssen einfach nur gucken, dass die den da hinhalten. Sehr schön. Dann weiß ich auch, dass da drüben Probleme auftauchen können. Das ist gut zu wissen. Du darfst dich aufbauen. Aber den Großteil der Problemmacher, den haben wir erledigt. Kommen gleich sicherlich noch Panzer wieder. Aber da ist einer zum Beispiel. Ihr greift bitte auch hier an. Dann dürfen nämlich jetzt unsere anderen Einheiten hier mitkommen. Du reparierst dich. Hallo. Angriff hier. Okay, dann geht ihr mal hier drauf. Ihr nehmt die Infanterieeinheiten hier. Und damit müsste das hier Geschichte sein. Wo sind noch welche? Nirgendwo mehr? Ich sehe keine mehr. Okay, hier waren scheinbar noch welche. Duro gehört uns, das ging schnell. Amara Jetselk ist erledigt, wer auch immer das war. Und jetzt müssen wir da gucken. Wir haben eine Torpedosphäre da drüben, das weiß ich. Bei Denon. Mal schauen. Hier bei Corellia können wir mal noch das ein oder andere Gebäude bauen. Bei Campe. Auch das ein oder andere Gebäude. Und jetzt müssen wir den noch hinkriegen. Alter, 1600er bei Tinner, das darf nicht wahr sein. Da
Dann haben wir Moria, einen Clown und Eatu 6. Wenn wir es jetzt zeitlich schaffen und die nicht noch einen anderen Planeten in der Zeit einnehmen. Ach, das wäre wirklich schön. Das wäre wirklich, wirklich schön, wenn wir das schaffen könnten. Aber da ist natürlich die Frage, schaffen wir das, diesen Planeten hier einzunehmen? Okay, die Raumstationen halten sich in Grenzen und hier kommt eine Imperial 1 Fregatte. Das Ding ist, die Torpedosphäre ist grauenhaft für meine Schilde. Aber wenn wir uns komplett auf die Torpedosphäre konzentrieren und die Torpedos da einen nach dem anderen vernichten, ist die ganz, ganz schnell ihre starken Waffen los. Und damit... Wobei eigentlich wäre es gar nicht schlecht, wenn die mit der Torpedosphäre fliehen würden, aber... Naja. Panaka und Aggressor hier rein. Die Torpedosphäre ist weg. Und damit müssten wir jetzt gleich auch das kriegen und dann kriegen wir einen neuen Supersternzerstörer. Oder die Möglichkeit, einen neuen Supersternzerstörer zu bauen. Finde ich jetzt definitiv nicht schlecht und nicht schlimm. Kommen hier mal auf die Turbolaser hier hinten, die Proton-Torpedowerfer, dass die nicht mehr nerven, bitte. Kannst du die jetzt mal vernichten? Danke. Hallo, schieß da jetzt mal drauf. Was ist los mit dir? Und sie fliehen. Hätten sie schon mit der Torpedosphäre machen können, aber egal. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Jetzt mach hinne! Ich will den Planeten hier einnehmen! Nein, jetzt hör mir auf. Warum kämpfen die noch weiter? Ob wir jetzt Duro verlieren oder nicht, ist mir vollkommen egal. Soll das Imperium Duro wieder nehmen? Ich out-resolve und hoffe mal, dass nichts von mir vernichtet wird. Jetzt hört doch auf, lasst mich doch eben hier bitte die Eriado-Autorität einnehmen. Wohin kommt denn jetzt eine Flotte? Warte, nee, hier steht das, ne? Klatuin. Ja, pff, da sind sie jetzt schon. Müsst ihr mir jetzt nicht jetzt erst sagen. Weil natürlich, wenn jetzt die fette Flotte nach Klatuin kommt, lasst uns mal kurz nachgucken. Dann hätte ich Angst. Oh mein Gott, ich habe Angst! Abhauen. Wenn das die Flotte von Boonta ist, dann habe ich so ein Problem. Oh, ich bin ihnen entkommen, aber... Oh, interessant. Dafür ist das jetzt das Problem. Aber die hier von Boonta, die hatten ja eigentlich ihre Interdiktoren mit dabei. Da sind jetzt keine Interdiktoren mehr mit dabei. Dafür sind die jetzt hier bei Delacrix. Damit kriege ich Delacrix definitiv nicht. Hier bei Delacrix müssen wir fliehen. Da hätte ich gar nicht so krass schnell fliehen müssen vor denen. Aber das ist ganz gut. Dann habe ich eine Flotte weniger in meinem Hoheitsgebiet, die so riesig ist, der neuen Republik. Delacrix damit zu kriegen ist natürlich schwieriger, aber das ist in Ordnung. Wohin fliehen wir? Ah, okay. Wenn wir Leheron kriegen könnten, wäre es auch lustig. Dann wäre wenigstens Cejanzic sicher. Aber mal schauen. Eins nach dem anderen. Ich will hier Denon. Denon gehört jetzt mir und in der Zeit schaffen die das hoffentlich nicht, irgendwas anderes einzunehmen. Das sieht mir gut aus. Oh, die haben diesen Helden. Ich weiß gar nicht mehr, hat er einen Juggernaut oder was hat der? Den hatte ich auch bei Denon geparkt, meine ich. Als ich das Imperium gespielt habe und das dann hinterher abgeschmiert ist, das Spiel. 1, 2, 3, 4. Auf der Map kenne ich mich mittlerweile sehr gut aus. Repair Stations hier zu holen ist schwierig, aber gut. Hier haben sie auch noch einen planetaren Schildgenerator. Komm schon. Hier lang. Ihr beiden fliegt bitte auch mit. So, wenn wir das da drüben schaffen könnten, das wäre schon cool. Jetzt kommt her. Fliegt hier rauf. Du darfst auch mit der lang fliegen. Repair Station, wir haben gerade extrem viel Knete, deswegen Antifahrzeugturm hier hin. Antifahrzeugturm bitte hier rüber. Das ist sehr nett. Du darfst mal hier lang kommen. Du darfst hier lang kommen. Du darfst hier lang kommen. Ihr alle setzt euch so vor denen, dass der euch nicht mehr angreifen kann.
Und du darfst hier nochmal eine Repair Station holen. Antifahrzeugturm hier hin. Angriff hier drauf. Kannst du jetzt hier, danke. Antifahrzeugturm. Kriegt ihr das dahin? Danach könnt ihr da mal gucken. Du darfst auch hier lang fliegen. Ihr geht ein Stück weiter und holt hier nochmal ein paar Einheiten. Das ist sehr schön, dass wir jetzt schon die planetaren Verteidigungen hier ausgeschaltet haben. Nimm da den Panzer, du darfst hier auch mitfliegen. Ihr interessiert euch irgendwie so gar nicht für den Panzer, was interessant ist. Das Problem ist, hier sind noch mehr Panzer. Oh, die mit da ist der Juggernaut. Da ist der Juggernaut, vor dem ich so Schiss hatte. Flieht weiter, flieht weiter, flieht weiter. Aber ist das der Held? Ja, Kronos. Wusste ich doch, dass das ein Juggernaut ist. Das ist natürlich problematisch. Lass uns mal gucken, ob wir hier mit denen noch ein bisschen was reißen können. Andere Held, den erkenne ich allerdings nicht, was das für ein Typ ist. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir da den planetaren Schild abreißen. Du baust dich bitte auch auf. Und du kannst versuchen, das hier oben einzunehmen. Der hält den gut hin, was sehr nett ist. Na, dieser Juggernaut, der kann uns noch Probleme bereiten. Versucht jetzt mal hier den planetaren Schildgenerator zu vernichten, dass wir den gleich einfach bombardieren können. Schon näher ran. Wir können jetzt bombardieren, wenn wir, yes, den finden. Oh, die haben eh... Das hätte mir auch mal jemand sagen können. Das ist nervig. Die haben ihr Hauptquartier hier, deswegen kann ich nicht bombardieren. Dann versuchen wir wohl mal uns ums Hauptquartier rumzuwieseln, wa? Dass wir zum Hauptquartier kommen können. Ein Antiflugturm, dafür ein AT-AT, wunderbar. Den kriegen wir vernichtet und jetzt dürfen wir mal wieder abhauen. Oh, der ist Schrott. Nehmt den AT-AT hier bitte. Oh, diese Schlacht will ich nicht verlieren, aber das sieht nicht gut aus für uns. Da müssen wir uns wirklich versuchen rumzuwieseln. Hier, 1, 2. Die Landezone ist jetzt leider auch weg. Gucken wir mal, was wir alles noch so schaffen können. Nimm das Ding hier. Kann sich das selbst reparieren? Wird auf jeden Fall repariert. Ich weiß nicht von was oder wem, aber jetzt ist es Schrott. Und ich hoffe, dass es nicht aus irgendeinem Gebäude gespawnt ist. Ihr dürft nochmal hier versuchen anzugreifen. Ihr setzt euch in Deckung. Du baust hier nochmal ein bisschen was auf. Ihr setzt euch in Deckung. Ihr greift mal hier jetzt den Held mit an. Ich glaube, der hat auch Command hier. Ja, Command hier 4. Wenn er jetzt fliehen muss, dann können wir vielleicht schon ein paar seiner Waffen vernichten. Ich finde das krass, dass das Ding einfach so riesig ist, dass es Hardpoints hat. Und jetzt jagen wir ihn. Guckt euch das an. Wir jagen den Juggernaut bis zum Ende. Die letzten Sekunden des Juggernauts müssen wir noch genießen. Komm, vernichtet den jetzt. Der kann uns zum Glück nicht mehr wirklich viel anhaben. Jawohl, da ist er weg. Den haben wir. Oh, das ist der letzte von uns. Der hält hier an. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir die jetzt genügend abgelenkt haben, dass wir hier... Oh mein Gott, zwei von denen. Da ist ein Antiflugturm, der muss weg. Da sind mehrere Antiflugtürme und wir haben eine Flugeinheit vernichtet. Zwei Flugeinheiten vernichtet, das ist nicht gut, dass die jetzt hier so krass auf Antiflug gegangen sind. Wenn ich deren Hauptquartier nicht wegkriege, bin ich Schrott. Deswegen... Das ist nicht nett. Ganz und gar nicht nett. Du darfst mal hier zurückkommen, dass wir da einen Bunker holen.
Wir brauchen jede einzelne Einheit, die wir kriegen können. Aber den Hauptansturm, den sie hatten, den haben wir wohl besiegt. Deswegen würde ich fast hoffen, dass die AT-ATs hier wirklich Einheiten waren und nicht gespawnt sind. Ihr haut nochmal ab, lasst euch reparieren. Hier bauen wir das. Hier bauen wir das. Hier kommt hier mit hin. Ihr lasst euch reparieren. Und dann müssen wir jetzt wohl mit Infanterieeinheiten weiter vorrücken. Vernichtet die Panzer bitte, vor allem die Infanterieeinheiten vielleicht. Unsere Infanterieeinheiten hier ein bisschen weiter vorrücken können. Die Infanterieeinheiten sind unsere Flugeinheiten nämlich relativ stark. Die größeren Panzer können, glaube ich, gegen unsere Infanterieeinheiten nicht so viel machen, deswegen... Stimmt schon. Hier lang. Hier lang. Hier lasst euch reparieren. Hier geht... Oh, da ist der AT-AT. Aber ihr alle zusammen könnt sicherlich dem AT-AT schaden, oder? Kannst du da mal... Dings drauf werfen. Larissa vorne nochmal reinholen. Will ich eigentlich als Heldin nicht verlieren. Die ist eine starke, gute Heldin, aber... Lasst euch jetzt hier reparieren. Das ist ein Antifahrzeugturm, der weg muss. Ihr alle dürft hier nochmal mit... Oh, wenn wir jetzt mit Infanterie gegen den Hauptsitz der Riade-Autorität das schaffen können, das wäre schon cool. Ihr dürft alle hier langkommen. Nehmt eure Deckung weg. Ich will, dass ihr schneller lauft. Ist das deren Hauptsitz? Ja. John. Alle zusammen jetzt hier drauf. Egal, was hier für andere Einheiten sind, vernichtet es. Sehr schön. Bombardierung hier drauf. Ihr könnt jetzt hier mitkommen und den Antiflugturm vernichten. Dann hier mit drauf. Wobei. Ach, da haben wir schon die Bombardierung draufgesetzt. Ups. Naja, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt haben wir so oder so gewonnen und damit müsste sich die Iriado-Autorität uns anschließen. Komm schon, vernichten. Flieg weiter. Was? Wo sind die letzten Einheiten von denen? Dann lasst euch mal hier reparieren. Hier scheint noch irgendwas. Das sind alles Gegner. Und ich sag's noch, Arisa Thorn soll nicht sterben. Ich dachte, das wären meine Einheiten irgendwie noch. Woher sind die denn jetzt gekommen? Könnt ihr jetzt mal aufhören, hier neue Einheiten zu spawnen? Das Problem ist, ich glaube, die spawnen jetzt die ganze Zeit hier. Oh, das wäre mies. Hier bauen sie noch was. Da sind noch Einheiten. Haben wir dann gewonnen? Immer noch nicht. Die sind ja fies. Die sind ja richtig fies hier gerade. Ja, da, die spawnen einfach die ganze Zeit weiter. Obwohl, oh, wegen so einem miesen Bug, ne? Dass da ständig jetzt neue von denen spawnen und keine von mir. Wo sind die denn noch? Jetzt haben wir gewonnen, geht doch. Aber dass wir Arisa vorne verloren haben, ist schade. Gute Heldin, aber dafür müsste die Iriado-Autorität sich jetzt uns anschließen. Komm schon. Funktioniere. Jawoll. Jawoll. Oh mein Gott. Dann können wir Dark Empire starten. Okay, lasst uns mal gucken. Talos und Tralos, Talasea und Jindain. Mandalore. Auto reserven wir. Mies. The Lancer verloren. Die Lancers sollen, glaube ich, hier Richtung Sinch lassen. Nee, die sollen nicht Richtung Sinch. Die sollen Richtung Drummel. Oh mein Gott, wir haben die Iriado-Autorität, Leute. Können wir jetzt schon... Ach, da werden noch Lancer-Frigates gebaut. Können wir jetzt schon... Das können wir nicht. Die Nighthammer bauen. Charos 4, ihr seid ja frech. Ihr seid ja richtig frech. Auto reserven wir.
Und wie sieht's hier aus? Lancer ist vorne drin. Schnappen wir uns. Wir gucken uns nochmal Thanos an, wie es da aussieht. Talos und Tralos hat quasi nichts. Das heißt, als nächstes Talos und Tralos angreifen, damit wir da ein bisschen Ruhe reinkriegen in den Bereich der Galaxis. Und dann können wir uns auch mal um die Harpaner kümmern. Da habe ich bisher noch nicht so viel gegen gesagt, weil die nervig sind, die machen viel Schaden, kann man schwer besiegen, die spawnen sehr viel in der Verteidigung. Aber wenn die schon mal weg wären, wäre das super. Hier holen wir uns eine Raumstation, eine neue. Wenn wir hier so den ganzen Bereich ein bisschen freikriegen könnten. Das wäre nice. Lass uns hier mal bei Sifkrieg 3 Probe Droids holen, dass wir nicht ständig mit anderen Einheiten dahin lang müssen. 734 jetzt hier ist nervig. Aber wir können auch mal bei Brantal vielleicht 2 Probe Droids oder 3 holen, dass wir Kaikelius und Zoss Beacon uns anschauen können. Und hier können wir jetzt mal ein bisschen was bauen. Und die Einheiten nach Talos und Tralos schicken. Dann ist nämlich Corellia sicher, wenn wir Talos und Tralos haben. Und von Talos und Tralos dann nach Talasea, dann ist Talos und Tralos sicher. Talasea, was bist du für ein Held? Ich glaube, kein sonderlich großer. Oh, X1 ist auf Mustafar vernichtet worden, das ist interessant. Ja, 37 Punkte, dann kann es kein großer Held sein. Ich würde ganz gerne mal gucken, dass wir hier nochmal ein paar mehr Einheiten bauen. Viele Flugeinheiten und hier nochmal viele Infanterieeinheiten. Über Datumir nochmal Lancers. Und dann gucken wir uns jetzt hier Talos und Tralos an. Beginnen wir hoffentlich. Sehr schön. Und sehen zu, dass das hier klappt. Fällt mir ein, dass wir bei Singe immer noch den Interdiktor hinschicken müssen. In die Flotte. Nimm hier die kleinen Karax. Und dann darfst du dir, jawohl, die Schilde schmelzen dahin wie warme Butter. Bei diesen Victory 2 Sternzerstörern. Den auch noch vernichten. Und da brechen sie auseinander. Genau so muss das aussehen. Dann den noch vernichten. Und dann darf Panaka und Aggressor dürfen zusammen hier die Golan 1 angreifen. Die sind ein bisschen näher da. Oh, die haben auch nur die Golan 1. Das ist ja interessant. Aber das war's bei Talos und Tralos. Dann können wir hier auch Bodeneinheiten hinholen. Und uns den Planeten schnappen. Hier hat das Imperium quasi gar nichts zu sagen. Das ist sehr, sehr nett. Die Einheiten von Corellia sind jetzt nicht super duper viele, aber die können wir nehmen. Und dann halt Einheiten von Bebringi und Ord Mantell und Mindor können wir mitnehmen. Und von Wayland, wenn wir da jetzt mal langsam lang gehen könnten, ohne dass es laggt. Danke. Ihr dürft schon mal hier Richtung Kuat kommen. Und bei Kuat, die Einheit nehme ich jetzt auch weg. The Graveyard scheint nicht mehr in Gefahr zu sein, großartig. Zumindest gerade nicht. Sonst muss man bei Kuat nochmal nachlegen. Wie sieht's bei Jindain da aus? Bei Jindain gar nichts. Relativ wenig zumindest. Sehr interessant. Bei Thanos... Bei Thanos auch nichts mehr? Sind die dafür alle bei Roche-Asteroiden? Ich hole wahrscheinlich bei Kentaris vielleicht lieber auch nochmal. Aber kein Supersternzerstörer. Sehr nervig. Vor allem auch wegen den Interdiktoren, die die dabei haben. Weil es ist nur einer, ne? Aber eine 1000 irgendwas Flotte werde ich nicht. Der wiedergeborene Imperator. Oh mein Gott. Setzt sich mit uns in Verbindung. Palpatine wird sich dann uns anschließen und das Dark Empire wird formiert sein. Also das dunkle Imperium. Die Eclipse
Und einige andere neue Bildoptionen können gebaut werden mit einer Level 4 Schiffswerft. Egal welcher Held, Pistache, Eisart, Hisser oder Thrawn. Oh. Da ist jetzt so die Frage, bleibt Sinch dann trotzdem auch meins? Und dann kriegen wir Eclipse, die Sovereign, MTC Support, MTC Sensor, Hunter Killer Probot, Comforce Assault Trooper, Dark Storm Trooper, Dark Jedi, Chrysolite und XR85. Kriegen wir nicht auch die World Devastator? Ist das erst ab 3.4? Ich dachte, wir kriegen die World Devastator. Das würde mich jetzt frustrieren, wenn das so wäre, aber ich glaube ansonsten 12.000 müssen wir machen. Müssen wir einfach machen. Wir müssen aber auch Talos und Tralos angreifen. Aber wir haben auch 18.000 Credits, die sollten wir hier auch mal ausgeben, um unsere neuen Planeten ein bisschen zu sichern. Ein Klon ist wahrscheinlich dem Tode geweiht, weil wir da keine Schiffe haben. Aber auch hier bei Eyatu 6 haben wir keine Schiffe. Bringt uns wahrscheinlich alles nicht so viel. Aber egal, wir können das Dark Empire machen. Und ich dachte eigentlich wirklich, in dieser Version hätten wir schon World Devastator in 3.3. Aber gut, potenziell auch nicht. Das wäre schade, aber die Eclipse bauen zu können zum Beispiel, wäre wirklich episch. Aber vielleicht sollten wir vorher erstmal so einen Vengeance-Supersternzerstörer holen. Aber Talos und Tralos, eine Sache nach der anderen. Wir sollten jetzt hier nicht in Tagträumereien vergehen, sondern jetzt mal gucken, dass wir hier gewinnen und hoffen, dass die hier nicht so viele Einheiten haben. Einer von euch darf hier lang. Einer von euch darf hier lang. Einer von euch darf hier irgendwo. Oder hier gibt es zwei Buildpads, ein Buildpad. Dass wir da eine Repair Station kriegen. Ich hatte das Gefühl, dass es irgendwo noch eine bessere Variante mit zwei Buildpads direkt nebeneinander gibt, aber gut, vielleicht auch nicht. Repair Station für den Fall der Fälle. Und dann gehen wir mal gucken, was die hier so haben. Ich hoffe ja nicht zu viel. Ah, ein bisschen was. Ihr dürft auch schon mal hier langkommen. Das müsste gespawnt sein aus deren Gebäuden. Joa, wenn das alles ist, dann sind wir relativ schnell, ne? Nimm das mal hier ein, dass wir potenziell dann noch was rausholen können. Ihr dürft vernichtet sein, danke. Das Gebäude wird zu Schlacke verarbeitet. Bam. Hier drüben beim Victory Point scheinen noch Einheiten zu sein und sie fliehen. Danke für Talos und Tralos. Das war ja einfacher als gedacht, muss ich sagen. Viel, viel einfacher als gedacht. Und dann gehen wir auch nochmal rüber nach Talasea. Damit ist Kominor noch nicht sicher. Dafür ist Zeltros und Relefon noch zu nervig. Aber eine Möglichkeit für Kominor auf jeden Fall. Warte, woher haben wir den jetzt? Mendo. Haben wir den schon die ganze Zeit? Interessant. Erstmal jetzt aber hier bei Talasea gucken. Und da wir Denon und Duro, könnten wir auch vielleicht mal ein bisschen was bauen. Dann ist jetzt Corellia sicher. Dann wäre Talos und Tralos sicher durch Denon. Und dann könnte man bei Jindain und Zeltros vorbeischauen und dann mal uns hier oben um die Sachen kümmern. Also Roche Asteroiden ist raus und Della Crix vermutlich auch. Aber mal schauen, hier bei Obroa Sky zum Beispiel würde ich gerne diesen Probe Droid hinschicken, dass wir da mal gucken können, was da so abgeht. Beginnen wir. Schicken den Supersternzerstörer rein. Das ist wirklich nix. Der erste Held ist schon Schrott, ohne dass ich irgendwas machen muss. Der zweite Held. Ebenfalls Schrott. Jetzt gleich hoffentlich 1, 2, um uns vor Jägern zu schützen. Nehmt den Dreadnought, nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Ihr beiden dürft... Okay, dann dürft ihr da drauf gehen, wenn der schon alles übernimmt. Nicht den. Nicht den Karak. Danke. Und damit ist der Luftraum über Talasea ebenfalls unser. Sehr, sehr schön.
Aber mit dem Blick auf die Uhr würde ich auch sagen, war's das für heute. Wir haben eine Menge geschafft und das Dark Empire jetzt bald freigeschaltet. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und habt euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.